So, schauen wir, dass wir das eigene Video mal an, mal schauen, wie das so Qualität so ist. Moment schnell. Alter, was ist das? Mann! Ja. Hat's auch ein bisschen verpasst. Gott. Hallo zusammen, schön, dass ihr da sind. So wie der Sketch euch schon verraten hat, mir ist etwas Interessantes aufgefallen. Und bei der Sache mal auf den Grund gegangen und nach einer Lösung gesucht. Es sieht danach aus, dass tatsächlich kleine YouTuber wie ich von YouTube ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen eingeschränkt wird. Und ich schaue eigentlich, dass das Video, das du mit Top-Qualität produziert hast, also das Endprodukt, das ich sehe eigentlich, das kommt auf YouTube nur in sehr mieser Qualität an. Und ich habe mich da ein bisschen reingelesen und es ist geheissen worden, es ist mit so einem Code ausgestattet. Alle kleinen YouTuber werden mit dem Code eigentlich aufgestempelt, die Grossen müssen sich da nicht so gross Gedanken machen, die Kleinen eben schon. Und es gibt irgendwie eine Lösung und die versuche ich jetzt mal herauszufinden, ob das wirklich so ist. Und das heisst, man soll das Video einfach in 2K produzieren, respektive in 2K aufladen. Und es sollte ein anderer Code fürs Video draufgeklatscht werden und es sollte eigentlich mit 1080p das Video auch mit 1080p erscheinen, respektive es sollte dann auch wirklich 1080p sein und nicht irgendwie 700 oder sonst irgendetwas, was das da ist. Ja, ich schaue jetzt oft eigentlich die Videos auf YouTube von mir und denke mir nur, die Qualität ist ja massiv scheiße. Obwohl die Produkte, die ich sehe, die ich im Schnitttool eigentlich das Endprodukt sehe, ist absolut genial. Also ja, abgesehen vom Gameplay, aber von der Qualität stimmt es immerhin und aber ja. Das sieht etwas anders aus auf YouTube und wollen wir schauen. Es lohnt sich, glaube ich, nicht, das auf 2K zu stellen. Mal schauen, weil das ist gar nicht so genau. Weil eigentlich alles, was ich aufgenommen habe, ist 1080p. Ich versuche eigentlich nur mit 2K aufzuladen, um dann wirklich herauszufinden, ob das Video dann auch wirklich besser aussieht als vorher. Und wenn es so wirklich so ist, dann ist es ein Win-Win. Dann kann man es immer noch auf 1080p schauen und dann sieht es besser aus als vorher. Und das 2K, das ist dann so, ja, kann man dann auch weglassen. Aber ja, ich habe jetzt glaube ich genug lang geschnurrt. Ist ein sehr interessantes Video, hat man gesagt. Wieder mal, mein Lieblingswort ist natürlich immer Bot und das kommt sicher in der nächsten Zeit in jedem Video immer wieder vor. Ich bin ein Bot, du bist ein Bot, alles sind Bots und ja. Sorry für so lange Wache, ich melde mich ab. Schön zusammen. Wieder Two-Man Squad, perfekt zum Starten. Ja, I kill. So, geil. Geil, Mann, Alter. Ich hab meine Waffe genommen, meine Munition genommen. Ja, ich kann dir nicht helfen. Wo? Okay, chill. Ah! Another
attacking. Mann, die Scheiße! Oh, bis die Waffe zückt hat. Mühsam. Ah. Okay, let's go. Ach! Oh, ich hasse meinen Ring, Mann. So ein behinderter Scheißring. Da wird schrecklich. Was? Was? Mann! Absoluter genialer Move von dir. Ich will übrigens nicht aufdrehen, Mann! Oh, perfekt! Beste Waffenkombination. Oh! Oh! Nein! Ach! Ich schwöre, ich mach so nicht. Wow! Die sind momentan on point bei mir. So. Doppel Assault Rifle Gun. Let's go. Schießtrack. Ah, ich will hochklettern, du Scheissdreck, Mann! Wow! Das hast du gesehen. Da ist gesehen, Digga. Ja, Mann. Wir sind wieder das zweite. Und nein, ich spiele nicht Duos, aber das Spiel hat wieder entschieden, dass ich nur ein Team bekomme.
Let's go. Wo ist er? Nice. Nice. Oh. Let's go. Offensichtlich ein Range, hä? Alter, ist das eine langweilige Runde, oh mein Gott! Ich habe noch nichts gemacht! Nichts! Bam! Mine! Oh. Oh mein Gott! Ich schwöre, es hat mir nichts gemacht und meine Mates so... Ich sterbe jetzt! Ich schwöre, das Match kann ich einfach 20 Minuten einfach skippen. Türen skippen.